Einen ganz, ganz herzlichen Dank.
nicht nur vor diesem freundlichen Empfangsapplaus, sondern auch vor Ihr Kommen am heutigen Abend. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir hätten auch gespielt, wenn Sie nicht da gewesen wären. aber so ist natürlich viel schöner, stimmt. So ist es viel schöner. Warum? Wir vier, eine oberschwäbische Boygroup. Also, dass wir Boys sind, sieht man doch, oder? Wir vier machen traditionell immer unseren Jahresauftakt hier in Bad Waldsee, im Maximilienbad, freuen uns immer drauf, dass wir ins neue Jahr einsteigen können. Freuen uns auch deswegen, weil Sie alle, wie wir auch heute Abend, einer Tradition folgen. Denn in diesen Tagen und den Jahreswechsel herum machen viele Menschen genau das, was sie auch machen. Man besucht irgendwo ein Konzert, irgendwo, wo Musik angekündigt ist, da geht man hin. Für viele ist es Tradition, zum Beispiel nach Wien zu gehen, zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Wer von Ihnen war dort? Ja, Sie haben recht, Sie kommen ja hierher. Es ist nicht nur der Unterschied, dass dort in Wien gestrichen wird, bei uns wird geblasen. Und der Unterschied. Der wichtigste Unterschied ist auch ein ganz typisch schwäbischer Eintrittspreis. Wissen Sie? Ganz ernsthaft, ich habe heute gerade eben noch vor einer Stunde noch im Internet geschaut, was es kostet bei den Wiener Philharmonikern beim Neujahrskonzert. Das wäre so ein Traum von vielen von uns, damit dabei zu sein. Was schätzen Sie, was es kostet? Was kostet die teuerste Karte? 1000 Euro. Mehr? Mehr? Nein, Sie sind knapp drunter, also knapp dran. 940 Euro kostet die teuerste. Ja, 1000, ja. Die Boygroup dort ist größer. Das stimmt auch. Auch das ist einer der Unterschiede. Und dann gibt es noch einen weiteren Unterschied. Meine Damen, meine Herren, die schöneren Boys finden Sie. Also, lassen Sie sich heute ein auf eine kleine Tour durch die Musikgeschichte und vor allem natürlich auch die Musikgeschichte ein Stückchen weit Oberschwaben zu unserer Heimat. Das haben wir für Sie heute vorbereitet. Übrigens, Klammer auf, meine drei Kollegen wissen noch gar nicht so ganz genau, was der heutige Abend an Programm bringen wird. Es wird für uns alle immer spannend. Dieser erste Abend im Jahr ist immer spannend für alle Beteiligten. Damit Sie mitkriegen, wie die Musikanten damals in der Barockzeit ausgesehen haben, haben Sie unsere beiden Trompeter einfallen lassen. Die können auch keine Noten lesen. Thank you.
einmal im Spätbarock ein Musikstück, das hier in der Gegend entstand. Und zwar ganz konkret und ganz genau in einer kleinen Gemeinde auf der anderen Seite von Dinerit von Bad Waldsee, nämlich in Heisterkirch. Genau. Übrigens, Sie müssten eigentlich fragen, wo der Thomas herkommt. Sie haben gesehen vorher, er hatte eine warme Mütze an, einen warmen Kittel an, kommt aus dem Allgäu. Ja, das ist immer ein Kittel kälter. Er kommt aus Arnach. Ich selber komme aus diesem Ort Heisterkirch. Und dort sind bei Aufräumarbeiten Noten gefunden worden, geschrieben wahrscheinlich von Nikolaus Petscher, einem der letzten großen barocken oberschwäbischen Komponisten. Wir haben natürlich Noten nicht mehr, waren sie nicht mehr ganz vollständig, wir haben sie ein bisschen ergänzt. Heißt der Kircheaufzug, festliche Musik, noch einmal zum Jahresauftakt, diesmal aus Oberschwaben.
Meine Damen, Sie haben jetzt ja schon gemerkt, wir legen größten Wert auf Ihre Mitwirkung heute an. Meine Damen, nicht lustvoll stören bitte jetzt, sondern mir genügt, uns genügt. Später alles andere. Uns genügt ein richtiges, lautes, kräftiges, bejahendes Signal, also je nachdem, wo Sie herkommen, ein Ja, Ja. Im Oberschwäbischen Spaß. Meine Damen, dürfen wir für Sie heute Abend auch oben ohne spielen? Ja! Heute Abend einfach, damit Sie das auch nachvollziehen können und das auch verstehen können. Wir haben nur wieder ein Problem. Wir machen ja häufig bei unseren Auftritten auch Pausen, Konzertpausen. Und da trinken wir auch einen Schluck. Und dann kann es auch mal sein, dass wir so viel getrunken haben, dass wir nicht mehr so genau wissen, wer muss wohin stehen. Das haben wir mit unserer Schneiderin besprochen. Seid ihr, funktioniert's? Immer wenn wir neu auf die Bühne kommen, steht jeder zu seinem Ärmel hin. Und dann geht es ganz gut. Gell? Uns haben wir dann ja auch gesagt, Mensch, ihr habt doch Notenständer, schreibt euren Namen drauf. Dann findet ihr auch wieder euer Nest. Wenn man aber von hinten von der Bühne kommt, sieht es komisch aus, wenn man immer vorne suchen muss. Also mit den Händen, jetzt funktioniert es ganz gut. Wir haben Ihnen noch ein weiteres Instrument mitgebracht. Nein, ja, nein, nein. Die Alphörner sind länger. Und Alphörner sind einfacher zu spielen. Also bei uns im Oberschwäbisch, wie wir für unsere Sparsamkeit bekannt sind, haben wir natürlich kein langes Alphorn, sondern wir nehmen ein kurzes Hirtenhorn. Bei uns auch als Piffel bezeichnet wird. Man kann historische Musik machen, kann aber auch neuere Musik machen. Wir haben jetzt auch getüftelt, wir sind zu viert, nur heute Abend bräuchten eigentlich an dieser Stelle auch eine fünfte Person, eine Musikantin oder eine Musikantin. Warum sind wir nur zu viert? Weil meistens, wenn man vier Leute ist, reicht so eine Flasche Wein. Bei fünfen wird schon gestritten. Problem, was wir jetzt haben bei diesem Stück, wir haben dort ein Instrument noch mit dazu, das so aussieht, mit dem man einfach nur den Rhythmus macht. Und dieses Stück haben wir im letzten Jahr gespielt und ich muss immer alles machen, weil ich habe ja keine Ventile, keine Züge, muss hier nichts bedienen, kann das nebenher gut tun, wäre mir sowieso langweilig. Und um das immer parat zu haben, ich brauche es nicht immer, habe ich dann, heute Abend kann ich zugeben, was gemacht, ich habe es, damit ich es nicht aus der Reichweite verliere, dahergestellt. So haben die damals im Publikum auch reagiert, es waren allerdings Nadelstreifenanzugsträger. Die kleinen Schwarzen saßen nicht. Und hinterher kam dann Beschwerde aus dem Publikum, das sähe unanständig aus. Also mache ich es nicht mehr. Darf ich Sie nach Ihrem Vornamen fragen? Hilde. Hilde! Selber ausgedacht! Ja, toller Mann. Guten Morgen. Karl-Heinz, der Ege, der Thomas. Hilde. Hilde, das kriegen wir hin, gell? So, ich spiele drin. Sie kommen jetzt mit Ideen unter Warum. Lassen Sie doch das die Hilde machen, die macht das gut. Genau. Ja.
Oh.
eine CD. Das Ding heißt Oberschwäbisch durchs Jahr. Haben wir im vergangenen Konzert hier im Januar vorgestellt. Damals war sie ganz neu. Also heute ist sie bereits ein Jahr alt, aber immer noch neu. Da sind nicht nur wir drauf, sondern da ist auch ein Dreigesang drauf. Da ist eine Stubmusikgruppe Seitencocktail mit drauf. Also tolle Musik. Das Ding, es kommt der Werbeblock, kostet eigentlich 12 Euro. Ja? Und wenn Sie es heute Abend mitnehmen wollen, dann reden wir nachher noch über den Preis. Die Menge macht's. Die Wilde, darf ich Ihnen das auch in die Hand drücken? Bitte schnell abgeben. Schnell abgeben, dann wieder herkommen. Denn der totale Hammer kommt jetzt. Also Sie zwei gehören zusammen. Also Sie, bei Ihnen war es spontan, doch noch ein bisschen überlegt. Wie heißt er? Jürgen. Bist du sicher? Ja. Lieber Jürgen, wir sind heute so ein bisschen unter uns, ein kleines Publikum. Wir können uns, wie gesagt, ein bisschen kennenlernen heute Abend. Wann hast du zum letzten Mal eine Liebeserklärung ausgesprochen? Moment. Meine Frage war nicht präzise genug gestellt. Wann zum letzten Mal an Tilde? Bleibt dabei. Das macht mich stutzig und uns anderen natürlich auch, weil immer dann, wenn einer von uns eine Liebeserklärung ausspricht, meinen unsere Partnerinnen heu hort noch schlecht wissen. Wenn wir sind, wo kommen wir zwei her? Aus heute bei Wiedrach. Aus heute bei Wiedrach. Das ist nicht so schlimm, das kann man zugeben. Ja. aber dann seid ihr ja eigentlich auch echte Oberschwaben, weil bei uns Oberschwaben wird nicht so häufig eine Liebeserklärung ausgesprochen. Also hat er vielleicht Wissen gehabt oder? Wahrscheinlich. Jürgen, jetzt losest du mal, jetzt hörst du mal, wie eine Liebeserklärung aussieht und wie sie sich anhört, wenn sie von Heidi Speckle kommt. Bitte, darf ich dir einfach einen Platz zuweisen? Thomas. Du bist wie ein Mundstück für Trompeter. Du bist wie ein Notenblatt. Du bist wie die Löcher in der Fleder. Ohne dich, da geht's bergab. Schätze, du bist heiliges Blechlis. Schätze, lad uns doch mal ein zu Spätzle. Sein. Du bist wie ein Ton von meiner Hupe und dein eigenes glänzt mir blech. Deine Milch, die ja so gern vergrube, ein fetter Kuss, die dir verschreckt. Schätze, du bist heiliges Blechlis, Schätze, lad uns doch mal ein zu Spätzle. Sein. Du bist wie eine Symphonie von Mozart. Du bist wie ein Klarinett. Du, dein Haut ist wie ein Fürst, so zart. Bin ich dir weniger mit Bitter. Klarinett. Mit dir ging gar nicht. Danke. Beste Lokal von ganz Bad Waldsee. Schätze, du bist heiliges Blechlis, Schätze, lad uns doch mal ein zu Spätzle. Stell dir zu ein Gläsle Wein, so, so fein, Joris muss sein. Du bist wie ein Walzer und ein Tango, du bist wie ein rechter Marsch. Du bist wie ein Samba und ein Mambo.
Und zwar gut, dein Schäden. Na, Reimer muss man kennen. Schäpperle spielt, Kugelschreiber kriegt, Foto kriegt, CD kriegt, Liebeserklärung kriegt. Der soll ganz zum Schluss noch etwas bekommen. Also so eine CD kann sich ja jeder bauen. Kann man kaufen. Wissen Sie, was sie kostet? Für die normalen Leute. Ich schwätze noch ein bisschen. Ja, aber gut, wenn Sie es immer so ein bisschen ventilieren und immer so im Kopf ein bisschen hin und her bewegen. Wir haben so viel, wir müssen sie verkaufen. Liebe Hilde, das, was jetzt kommt, ja, Hammer. Also, sowas kann der Jürgen nicht bieten. Und der kann ihm heute einiges auf die Beine stellen. Der kann einiges, also so wie aussieht, kann er einiges bieten. Und so genau wie es ist. Aber eines kann er dir nicht geben, das bekommst du von uns, eine Original Heiligsblechle KP. KP? Wir leben heute im Zeitalter der Abkürzungen. KP ist eine Abkürzung und heißt nichts anderes als ein Original Heiligsblechle Kussparade. Beitrag, wo Sie herkommen? Aus Baden. Sind Sie da politisch verfolgt irgendwie? Gehen Sie wieder zurück nach Karlsruhe? Auf jeden Fall. Wären Sie so freundlich und würden Sie Beine stellen? Kommen. Hallo. Weil wir haben natürlich, damit Sie sich nochmal, ich muss andersrum anfangen, uns wird den nachgesagt, allen, wie wir hier sitzen, wir haben ein großes Liederrepertoire, das gilt für alle Baden-Württemberger, für die Schwaben genauso wie für die Badener, für die Elbler genauso wie für die Schwarzwälder. Problem ist, wenn man nur eine einzige Strophe kennt. Ja, und wenn wir jetzt dieses Lied noch einmal Revue passieren lassen wollen, wäre es hilfreich, wenn wir ja da nicht singen, sondern blasen, wenn Sie uns unterstützen, damit alle noch einmal vor Ihrem geistigen Auge diese Geschichte von diesem Bauern haben. Wir haben Dias mitgebracht, große Dias. Jürgen, jetzt kommt dein Einsatz. Darf ich nach dem Namen fragen? Hanna. Hanna. Dieter. Hanna, Dieter, Jürgen. Hallo Jürgen. Wir haben uns heute, das ist, also das in Wien wird Sie niemanden kennenlernen. In so einem Publikum, gell? Hier lernt man sich kennen. Nur eine Aufgabe für dich ist es, gell, den beiden Signal zu geben, wenn das nächste Bild kommt. Und damit du weißt, wann du das Signal geben musst, guckst du bitte auf mich. Ich hebe immer wieder das linke Bein. Also auf Schwäbisch, wenn ich der Fuß lupf, dann gibst du dir ein Signal, ich möchte. Und sie tun so, als ob das normal wäre. Normal wäre, sie merken gar nichts. Und, ne? Sie wundern sich, wie reibungslos das funktioniert. So, arbeiten Badler und Schwaben zusammen. Übrigens, gell? Sie wissen, dass es da immer so Auseinandersetzungen gibt zwischen Badern und den Schwaben. Ja? Letztes Jahr, 2012, gab es eine Petition an den Landtag in Baden-Württemberg. Die Badener haben sich beschwert, worüber? Die haben sich beschwert darüber, dass der Bodensee wie bezeichnet wird? Schwäbisches Meer. Als Schwäbisches Meer. Dann haben die da in diesem, kann es nicht wörtlich wiederholen, haben die geschrieben, wenn man genau hinschaut an die Grenze des Bodensees, dann gehört
Vieles gehört nach Baden. Oh, jawohl. Vieles gehört nach Baden. Wir haben einen großen Anteil an der Schweiz. Ja, Österreich grenzt an. Bayern grenzt an mit Lindau und nur ganz wenig ist württembergisch. Die haben dort beantragt, man solle doch den Bodensee umbenennen von Schwäbischem Meer in Badisches Meer. Antrag stand. In Crestron haben die sofort darauf reagiert, gehen sie runter nach Crestron, am Strand stehen Schilder, jetzt schon, als Gegenmaßnahme, hier Baden verboten. Alles klar. Von 900, was war das? Bezahlt, ja. Und sie möchten gerne auch etwas sehen. Ich weiß, Badner sind von Natur aus eher lebenslustig, lebensfroh. Und wenn man nicht schaffen muss, dann ist auch in Ordnung für die Badner. Sie legen einfach das ab und marschieren so ein bisschen, damit sie es aussehen. Und achten mit einem Auge ein bisschen auf die Hürde. Jagd. Jürgen geht schon zur Jagd. Au, aber. Ja.
Deswegen haben die zwei auch Jagdhörner in ihrem Schrank hängen. Jetzt haben wir gesagt, es darf ja nicht wahr sein, dass ihr die Jagdhörner dort hängen habt und die mitbringt. Thomas und ich haben gesagt, komm, bringt mal die Dinger mit. Lass uns heute Abend auch das ein oder andere Jagdlied spielen. Was bei uns schon gegeben hat. Er schreibt exakt und genau vor, an welcher Stelle des Körpers
welches Land zu erzeugen ist. Also schreibt vom Knie, schreibt von der Hüfte. Und um das deutlich zu machen, klar, die moderne Musik, die zeitgenössische Musik arbeitet mit Längen. Auf Neuschwäbisch sagt man Sounds. Und wenn ich hier klatsche, klingt es anders als da. Damit arbeiten wir. Das Stück heißt Rock Track. Halten Sie uns auch dort die Daumen. Also nicht schief geht's. Thank you.
Damen, das wäre Ihr Einsatz. Oh. Wir wollen das ja möglichst originalgetreu auch akustisch machen. Haben Sie Ihren Zimmerschlüssel dabei? Klar. Hausschlüssel dabei? Klar. Autoschlüssel dabei? Bitte rausnehmen. Den brauchen Sie jetzt gleich. Thank you.
diejenigen, die von weiter her angereist sind. Das sind Urlaute. Das ist nämlich der Ruf eines Arlacher. Warum? Oder Thomas, wer kommt? Arlach. Ja. Der war nämlich... Sie kommt auch aus Arlach. Sind nicht verwandt. Ich habe auch keine Ne? Da war auch ein Landwirt aus Arlach, da gibt es noch einige Landwirte, war der mit dabei, es ist schon einige Jahre her. Der erste Gang, wenn man reinkommt, gilt Stall, Bucke. Ja, Bucke, aber alles in Ordnung ist, er geht rein zu den Kühen, geht rein zu den Schweinen, geht rein zu den Gäuse. Ja, zu den Gäusle. Streichelt sie noch ein bisschen, ja, geht dann ins Bett zu seiner Frau. Der Schock steht ihm im Gesicht. Warum? Was hat er vergessen? Die Stalltüren zuzumachen. Die Geusle waren Tusse. Die Geusle, die Geißlein sind entfleucht. Wurde nicht zu haben. Ja, ruft er auf die andere Seite rüber. Mit aller Liebe, dort wo die Geißlein stehen, ja, auf der anderen Seite des Schwalls, da schöne Wiese, schöne Weide, ruft er mit aller Liebe rüber, die ihm zur Verfügung steht. Komm, Geusli, komm. Und wenn die Geißlein eine so liebevolle Stimme von einem Arnacher Bauern hören, dann bewegen die sich natürlich sofort in Richtung Stall, in Richtung Bauch. Und wenn so ein Geißlein folgt, auf die Stimme des Herrn hört, freut sich der Bauer. Und wenn man sich in Arnach freut, dann gibt es da unglaublich Urlaute. Der Bauer jodelt. Und wenn der Bauer jodelt, bewegen sich die Geißlein noch schneller. Und wenn sich Geißlein schnell bewegen, was ist dann zu hören? Ihr Einsatz. Richtung Stall marschiert. Schauen natürlich auf den Boden und sehen auf dem Boden wunderschön gewachsenen Klee. Wohlschmeckenden, saftigen, grünen Klee. Und nach kurzem Überlegen sagen sich die Geißlein, der Bauer soll jodeln, wie er will, ihr fresset. Jetzt wird der Bauer aus Arnach narret, wütend, Häsle, krägig und ruft rüber. Komm, Geusli, komm! Und wenn der Bauer grätig ist, dann weiß das Geißlein ganz sicher, wenn der so grätig ist, kommt er beim nächsten Mal melken mit extrem kalten Händen. Das will das Geißlein auf jeden Fall vermeiden und springt in Richtung Stall. Jo. Muss langsam, genau.
Das war's für heute, wir sagen euch Kaviari. Das war's für heute, dein heiliges Blättchen. Uns hat's gefallen bei euch hier in diesem Haus, doch diese Stunden sind nun leider aus. Du hast richtig gesagt, ja. Oh. Bei Heiligs Blechle, da ist Wunder. Ja, ja, ja. Die Aussage als solche ist zutreffend. So der Enthusiasmus, die Kraft, die Freude, die Begeisterung fällt uns noch. Wir probieren es noch einmal. Bei Heiligs Blechle, da ist Wunder. Das ist besser. Mal nur oben, die oberen Reihen. Jetzt können wir mal zeigen, dass ihr auch da seid. Bei Heiligs Blättle, da ist Wunder. Yeah! Ja, jetzt gehört dabei. Sie haben wieder was von Anmarsch. Kommen Sie aus Anmarsch. Das ist so schön. Nochmal miteinander. Bei Heiligs Blättle, da ist Wunder. Yeah!